So, ich bin jetzt mit Felix im zweiten Flieger. JFK, yes, John F. Kennedy Airport in New York. Du bist auf jeden Fall richtig da. Wir sind von 2 Stunden, waren 1,5 Stunden beim Esther. Wir sind nur gerannt, nass geschwitzt beide. Unser Fluggerade ist eine Lady zusammengebrochen, die lag einfach im Flur für 20 Sekunden. Mein Koffer ist kaputt gegangen, ich muss mir einen neuen für 450 Euro kaufen. Boah, ey. Und jetzt nochmal 7 Stunden nach Seattle. Das wird geil, Alter, fuck. gönn dir. Das war eine Kacke, ey. Ich hatte keinen Platz in diesem Flugzeug. Guck mal, ich konnte die nicht... Die hatte schon Notausgang. Ich konnte nicht essen. Ja, er hatte schon den größeren Platz, oder nicht? Er ja, aber... Tisch. Ja. Ach ja. Was, wo wart ihr dahin unterwegs? Also Seattle gesagt, also was, eine Amerika-Reise? Einfach, oder? Ja, das war das Broadcaster Royale. Das wurde damals von Twitch organisiert. Das war ein PUBG-Turnier. Ja, kurioserweise haben wir nichts gerafft. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Also wir haben uns dann irgendwie qualifiziert über eine Stay. Also da haben dann auch noch ein paar Leute rausgekickt, die haben irgendwie kein Visum bekommen. Und dann hat mich Lennart irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie 3:30 in der Nacht, hat er mich angerufen. Ich hatte ja nicht mal einen Reisepass. Musste ich alles nochmal super schnell organisieren. Es war ganz wild. Ja, und da konnten wir uns da für die Endrunde qualifizieren. Dann sind wir da von Kosten auf Twitch, von Kosten von Twitch, schön nach Seattle. Na, hatten auch ein schönes Hotel, hatten da ein paar schöne Tage. Also das war, denke ich, so das Highlight bis jetzt in meiner E-Sports-Karriere, ja. War das deine, auch deine erste USA-Reise? Ja, ja, ich wollte ja immer mal so nach Amerika, ne, mal gucken. Und dann jetzt halt noch, natürlich noch for free. Ja. Hat noch ein bisschen Preisgeld gewonnen, ne. Lennart musste seins ja, wie gesagt, abgeben für einen neuen Koffer. Ja. Also der,